Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Wir sind hier, wo ich mich in der letzten Folge so ein bisschen über das Bild ausgelassen habe. Und ich finde das immer noch schöner. Aber wir gehen hier jetzt auch erstmal weiter. Das ist kein sehr funktionaler Spiegel. Das lässt nichts Gutes erwarten. Erwarten, natürlich. Ja, das ist vermutlich schon Blut. Oh. Eine Säge. Und der Hammer. Ist das vielleicht der Hammer, mit dem die Frau erschlagen wurde? Was wir letztes Mal gehört hatten. Und das ist ein sehr, sehr unschöner Anblick. Kann man wahrscheinlich reichen oder da drauf. Immer noch. Tote Ratten. Also dieser Anblick verstört mich wirklich ein bisschen. Das ist das Scharnier, das heißt, es müsste Wände hier irgendwo, aber hier kann ich nicht durch. War das jetzt so ein Kind oder ein Monster oder? Steht es da? Nur der Stuhl. I am off to market. I will cry all the way home. I will have none. I will have none. Scheine mit den Ventilen unten hier diese Dinger umgestellt zu haben, sodass wir jetzt hier durch können. Gott, jetzt sind wir hier drin. Und ich weise es jetzt hier auf. Naja. Nicht gerade ein Stöben hier, ein großes Atmen. Come on, Daddy. It's this way.
der Abstieg beginnt. Das ist der Name Programm. Also langsam kriege ich auch ein sehr ungutes Gefühl. Auf der Straße. Okay, hier brennt Licht, das heißt, hier könnten theoretisch sogar fremde Leute wohnen, also existieren, da sein, wie auch immer. Wir Hände an. Das klingt auch sehr, sehr seltsam. Aber uns ist nichts passiert. Das ist gut. Ja, der Weg nach oben ist nicht mehr existent. Das heißt, es gibt kein Zurück mehr. Slow coach, it's this way. Tagebuch gefangen. Meine Jungs. Okay, hat den kleinen Jungen gehalten? Oder beherbergt, sag ich mal, neutraler. Oh, Telefon. The shaking ground you feel is our attempt to clear the floodwaters. Treachery, Mandus. We were undone. Your children are trapped by this act. You must find them before it is too late. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Ich möchte mich aber nicht beeilen. Ich möchte hier alles genauestens untersuchen. Kann ich das benutzen? Nee, nur aufheben. Aber das scheint. Was ist denn das? Ist das vielleicht so eine Batterie oder ein Kondensator? Oder sieht auf jeden Fall elektronisch aus. 10 Ampere bei 1000 Volt. Okay. Nur jetzt liegt sie im Eimer. Ich nehme ja schon mal mit. Oder lege ich dahin? Darf ich nicht vergessen, dass wir hier sowas gefunden hatten? Bitte. Zum Glück war das nur Dampf. Ich dachte, das wäre. Oh, 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 oh.
ist das frei. Wir können natürlich auch das hier nehmen. Huch. Ach. Das war. Na. Das ist, wenn man das nicht hat. Boah. Ich mich gerade erschreckte wegen dem roten Knopf. Noch etwas. Das ist blockiert. Erstmal gucken, was das sein könnte. Was auch immer das ist. Hoch oder runter. Genau, da geht's nicht, dann ist es runter. Wippern in den Wänden, das ist ja. Halt die ja weg von mir. Bandaged feet and eyes, small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Ja, er scheint sehr fasziniert zu sein von seinen Maschinen. Das geht nicht auf. Ach, das sind Fässer. Vielleicht war das ja da oben auch nur ein Förderband für Trauben und deswegen war das so rot. Rede ich mir jetzt einfach mal ein. Fest. So. Und ich denke, ich mache hier den Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin.